Wenn Sie nach legitimen Möglichkeiten suchen, Geld online zu verdienen, gibt es verschiedene Optionen, wie etwa Freelancer-Arbeit, Online-Verkauf von Produkten, Online-Nachhilfe oder das Starten eines Blogs oder eines YouTube-Kanals. Allerdings sollten Sie auf Betrügereien achten und immer vorher gründlich recherchieren, bevor Sie ein Angebot annehmen. Melden Sie sich bei Freelancer-Plattformen wie Upwork, Fiverr oder Guru an. Erstellen Sie ein attraktives Profil, das Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zeigt. Bewerben Sie sich für passende Jobs oder senden Sie Angebote an potenzielle Kunden. Beenden Sie Ihre Projekte pünktlich und erhalten Sie dafür eine Bezahlung nach den vereinbarten Tarifen. Ein Social-Media-Influencer werden? Wählen Sie eine Social-Media-Plattform aus, auf der Sie sich konzentrieren wollen, ZB, Instagram, YouTube oder TikTok. Gewinnen Sie Follower, indem Sie ansprechenden Inhalt erstellen, der ein bestimmtes Publikum ansprechen soll. Kooperieren Sie mit Marken und bewerben Sie deren Produkte oder Dienstleistungen an Ihre Follower gegen Bezahlung oder kostenlose Produkte. Erhöhen Sie Ihre Reichweite über Zeit und erwägen Sie, eigene Produkte oder Dienstleistungen zu starten, um Ihre Reichweite noch weiter zu monetarisieren. Onlinehandel mit Aktien. Erforschen Sie und wählen Sie eine vertrauenswürdige Onlinehandelsplattform, ZB, eToro, Robinhood oder TD Ameritrade. Öffnen Sie ein Konto und überweisen Sie Geld, um den Handel zu beginnen. Erforschen Sie und analysieren Sie die Markttrends und treffen Sie aufklärte Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Vermögenswerten. Beobachten Sie Ihre Investitionen aufmerksam und passen Sie Ihre Strategie gegebenenfalls an, um potenziell mit der Zeit Gewinne zu erzielen. Online-Marktforschung. Melden Sie sich auf Marktforschungsplattformen wie SurveyJunkie, Swagbucks oder InboxDollars an. Füllen Sie Ihr Profil und Ihre demografischen Daten aus, um angepasste Umfragen zu erhalten. Beantworten Sie Umfragen ehrlich und gründlich, um Punkte oder Bargeldprämien zu verdienen. Lösen Sie Ihre Belohnungen in Form von Geschenkgutscheinen oder Barzahlungen ein, sobald Sie einen bestimmten Mindestbetrag erreicht haben. Online-Dateneingabe. Suchen Sie nach Dateneingabestellen auf Plattformen wie Upwork, Freelancer oder Clickworker. Bewerben Sie sich für passende Jobs, die zu Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen passen. Führen Sie Aufgaben akkurat und pünktlich aus, wie etwa das Eingeben von Daten in Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder Online-Formularen. Erhalten Sie eine Vergütung basierend auf der Komplexität und Menge der Dateneingabearbeiten, die Sie ausführen. Transkription. Melden Sie sich bei Transkriptionsplattformen wie Rev, TranscribeMe oder GoTranscript an. Beenden Sie Transkriptionsprüfungen und Schulungen, um zertifiziert zu werden. Wählen Sie Transkriptionsjobs aus, die zu Ihren Fähigkeiten und Ihrer Verfügbarkeit passen, und transkribieren Sie Audio- oder Videocontent genau und zeitgerecht. Erhalten Sie eine Bezahlung auf der Grundlage der Länge des Audio- oder Videoclips und der Komplexität der Transkriptionsaufgabe. Online-Dateneingabe. Suchen Sie nach Dateneingabestellen auf Plattformen wie Upwork, Freelancer oder Clickworker. Bewerben Sie sich für passende Jobs, die zu Ihren Fähigkeiten und Ihrer Erfahrung passen. Führen Sie Aufgaben akkurat und rechtzeitig aus, wie etwa das Eingeben von Daten in Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder Online-Formularen. Erhalten Sie eine Vergütung basierend auf der Komplexität und dem Umfang der Dateneingabearbeiten, die Sie ausführen. Online-Fokusgruppen. Melden Sie sich bei Fokusgruppenplattformen wie Respondent User Interviews oder Toluna an. Füllen Sie Ihr Profil und Ihre demografischen Daten aus, um Einladungen zu Fokusgruppen zu erhalten. Teilnehmen Sie an Fokusgruppen, indem Sie Ihre Meinungen und Rückmeldungen zu Produkten, Dienstleistungen oder Marketingkampagnen teilen. Erhalten Sie eine Vergütung für Ihre Teilnahme, die abhängig von der Dauer und Komplexität des Fokusgruppen ist.